Oh, ja. Hallo, willkommen in Faro, Portugal. Ja, wenn ich das erste Mal mit einer kurzen Hose in den Süden fahre, um Autos zu testen, dann passiert nicht nur Folgendes, nämlich dass ihr meine weißen Beine seht. Wie man sieht, die Farbe ist ein bisschen anders, sondern wir haben auch noch Scheißwetter. Regnet ein bisschen zwischendurch, aber das soll uns die Laune nicht verderben. Wir sind hier am Strand, ich habe leider meine Förmchen vergessen, aber ich habe die Schippe dabei. Und wir machen heute mal einen Autotest. Naja, eigentlich nicht wirklich, aber einfach mal ein bisschen anders. So, wieder am Strand, wieder mit Schippchen, aber diesmal geht es um was ganz anderes, denn das hier ist meine Leinwand. Und jetzt zeige ich euch mal, wie sieht der Kia Ceed, der neue, eigentlich überhaupt aus. Wir gucken uns mal erst die Front an, das ist ganz wichtig. Also wir haben jetzt vorne, ich muss das jetzt umgekehrt machen, das ist gar nicht so einfach. Wir haben jetzt vorne so diese typische Kia Tigernase, also so an der Seite, aber zeichnen ist irgendwie nicht so meins. Ich zeige euch das lieber anders. Der neue Ceed wirkt sportlicher als sein Vorgänger. Gründe hierfür sind der breitere Kühlergrill und der ebenfalls breitere untere Lufteinlass. Aber auch das neue LED-Tagfahrlicht mit jeweils 4 LED-Spots sorgt für einen sportlicheren Look. Und jetzt gibt's ein paar Fakten zum Auto. Bereits das Basismodell der Ausstattungslinie Attract kommt übrigens serienmäßig sowohl mit aktivem Spurhalteassistent, Fernlichtassistent und Tempomat daher. Nicht zu vergessen die 7 Jahre Garantie bis 150.000 Kilometer. Jetzt gucken wir uns mal die Seite an und ich bin immer noch bewaffnet und Gott sei Dank gibt es hier ja Leinwand, also Strand, wie Sand am Meer quasi. Ne? Wichtig beim Kia Ceed, beim neuen von der Seite, der hat 2 Räder auf jeder Seite, also insgesamt 4. Und ganz wichtig beim Auto, der ist jetzt übrigens 4,31 Meter lang, ist, wenn man sich das Auto von der Seite anschaut, dass die Fahrgastzelle deutlich nach hinten gewandert ist. Ich finde, das kann man hier sehr schön sehen. Insgesamt ist das Auto flacher geworden und breiter, aber zeige ich euch auch mal anders. Länge und Radstand des Ceed haben sich nicht verändert. Doch das Fahrzeug ist rund 2 cm flacher als der Vorgänger. Insgesamt ist die Optik klarer und verfügt nun über eher präzise Linien. Zusammen mit der nach hinten versetzten Fahrgastzelle sorgt dies für mehr Dynamik. Unser Kia Ceed, das ist ein 1,6 Liter CRDI. Das ist ein Vierzylinder, der liefert 136 PS und ist hier bei uns im Auto gekoppelt mit einer 6-Gang-Handschaltung. Dazu kann ich sagen, er läuft Spitze 200 und fährt sich, wie ich finde, wirklich okay. Absolut nichts zu meckern. Auto macht im Grunde genommen einen wirklich guten Eindruck. Und was hier positiv auffällt, ist tatsächlich, dass ich in dem Kia als großer Mensch, nicht ganz unwichtig, das Lenkrad sehr weit zu mir ranziehen kann und damit wirklich eine vernünftige Sitzposition kriege. Aber auch da wieder der Hinweis für große Leute. Ich habe hier ein Schiebedach verbaut und das kann man hier schön sehen an der Kante. Da stoße ich schon sehr schnell mit dem Kopf oben an. Also das bitte auf jeden Fall ausprobieren, falls ihr euch dafür interessiert. Neue Leinwand, Blick aufs Heck. Mist, ist mir tatsächlich jemand hier einfach quer durchgelaufen. Also wenn das jetzt nicht ganz so perfekt wäre wie die letzten Mal, dann tut mir das echt leid. Aber wenn wir uns das Heck anschauen, kann man grundsätzlich sehr schön sehen, dass der auch von hinten richtig schön sportiv ist, netten Diffusor unten drunter und einfach richtig gut auf der Straße steht. Also ihr müsst jetzt schon ein bisschen Vorstellungskraft mitbringen, sonst wird das nichts. Besonders auffällig am Heck sind die optional erhältlichen LED-Rückleuchten. Zudem wirkt das gesamte Heck einfach klarer gezeichnet als beim Vorgänger. So, das ist doch mal ein schönes Beispiel. Das hier nennt man Hubraum. Aber mal ganz im Ernst. Der neue Ceed bietet von 1,6 bis runter zu 1 Liter alles und leistungsmäßig von 100 bis 140 PS das ganze Programm. Alle Motoren kommen standardmäßig mit einem 6-Gang-Schaltgetriebe. Den 1,4 TGDI und den 1,6 CRDI gibt es aber auch mit einem 7-stufigen Doppelkupplungsgetriebe DCT7. Für diese Modelle gibt es dann zudem auch die Fahrmodi-Wahl Drive Mode Select, um das Fahrerlebnis nochmals dynamischer zu gestalten. So, wo wir gerade mal am Strand sind, finde ich, können wir das Kofferraumvolumen vom Kia doch ruhig mal richtig testen. Ne? Ich meine, ist jetzt ein bisschen Arbeit, aber kann auch ein bisschen dauern. Aber nichtsdestotrotz, wir wollen ja mal gucken, was da wirklich reingeht. Aber ganz im Ernst, ich schiebe jetzt einmal weiter. Ich denke, das reicht. Also nur für euch zur Info, 395 Liter, die gehen da rein.
Wer mehr Sand mitnehmen möchte, der kann das Ladevolumen durch Umklappen der Rücksitze auf bis zu 1291 Liter erweitern. Außerdem wird das Schaufeln dank der um fast 9 cm niedrigeren Ladekante nun nochmals einfacher. So, bei mir ist jetzt Thorsten Pistol, Spitzname Pistole. Genau, absolut richtig, ja. Jetzt hat er mal aus der Pistole geschossen. Ja. Was macht ihr hier heute für Kia und vor allem, was hat das mit Seeds, Samen zu tun? Also heute ist ja natürlich die Vorstellung des neuen Kia Seed und wir sind gefragt worden, ob wir uns vorstellen können, da rund um dieses Thema Seed, Samen einfach ein, zwei Gerichte zu zaubern und das ist natürlich so ein Elfmeter für uns, weil darum geht es uns einfach, Kulinarik einfach und simpel auf den Punkt zu bringen und das mit der Saat, weil alles entsteht im Leben aus der Saat, ist für uns einfach ein Ding, was wir einfach reinmachen müssen und das präsentieren wir heute hier. Und du hast mir gesagt, du bist so ein Hardcore-Mensch, deswegen heißt das, glaube ich, auch Hardcore-Food, was du machst. Genau. Was bedeutet denn Hardcore bezogen auf Food für dich? Hardcore ist eine Lebenseinstellung, Werte vermitteln, die einfach wirklich simpel und einfach auf den Punkt gebracht werden. Deswegen habe ich es mir auch hier hinflecken lassen, ne? Wie du ja siehst. Das heißt, ehrlich, echt, einzigartig, wie heißt es, Geschmack auf den Teller zu bringen. Und das geht ganz einfach, wenn man einen Spruch beherzigt, den Oscar Wilde mal wirklich sehr, sehr treffend auf den Punkt gebracht hat. Und zwar, jetzt halte ich fest, mit dem Geschmack ist es ganz einfach, man nimmt von allem nur das Beste. Und wie gesagt, und das bringen wir 1:1 hier eben auf den Teller. Ja, wie man sieht, manchmal mit der Saat futtern, man kann die Saat sogar fahren und die heißt dann Kia Seed. Jetzt wird's gesund, Melonsalat und natürlich sind da auch Samen drin, in diesem Fall gepufftes Getreide. Mal schauen, wie es schmeckt. Du hast alles richtig gemacht, Meister. Gut. Was ich an dem Seed hier im Interieur ganz gut finde, ist, dass der so ein paar Ausstattungsfeatures bietet, die ich richtig angenehm finde. Und was mir auffällt, ist, wir haben hier im Auto natürlich eine Klimaanlage und wir haben hier auch beheizbare Sitze. Was aber richtig cool ist, wir haben auch auf Wunsch belüftete Sitze. Und das ist bei dem Wetter hier, wenn es dann in Portugal mal warm wäre, richtig klasse. Das neue Armaturenbrett des Seed ist schlanker und bietet so nicht nur bessere Sicht, sondern zudem auch mehr Kniefreiheit für Fahrer und Beifahrer. Mit an Bord ist auf Wunsch ein bis zu 8 Zoll großes Touchscreen. Eine Bluetooth-Freisprecheinrichtung sowie AUX- und USB-Schnittstellen sind Serie. Apple CarPlay und Android Auto hingegen sind je nach Ausstattung aufpreispflichtig. Das war's mit unserem, sagen wir mal, Ausflug mit dem neuen Kia Seed hier in Portugal. Eine Sache kann ich ganz kurz sagen, das Auto hat uns Spaß gemacht, obwohl wir wenig Zeit mit dem Auto tatsächlich verbracht haben. Und weil wir ja normalerweise seriöse Fahrberichte machen, gibt's den natürlich irgendwann nachgereicht, spätestens dann, wenn wir den ersten Testwagen kriegen. Bis dahin sage ich, lieben Dank fürs Zuschauen und schönen Gruß aus Portugal.